Es ist Montag, der 22. Juni und damit herzlich willkommen zu Vogtland aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Große Hilfsbereitschaft lässt Kranken Clemens hoffen. Klingenthal feiert langjährige Städtefreundschaft. Startenor lässt Parktheater jubeln. Und Vorfreude auf 10. Nacht der Museen. Das Institut für Musikinstrumentenbau aus Zwoda hat die Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums wieder gewonnen, verkündete CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Macquas voller Freude am Freitag. Damit darf das Forschungsinstitut der Technischen Universität Dresden weiter Projektträger des Deutschen Musikinstrumentenpreises sein. Der Wettbewerb wird seit 1990 jährlich in zwei wechselnden Kategorien ausgeschrieben. In Zwoda überprüft das Institut dabei die eingereichten Instrumente auf ihre akustischen Eigenschaften, die handwerkliche Verarbeitung und testet mit 5 Musikern das Spielen auf den Geräten. Auf Grundlage der Beurteilung wird dann der Preis während der Musikmesse in Frankfurt am Main verliehen. Hilfsbereitschaft reißt nicht ab. Fast 2000 Lebensretter waren vergangenen Samstag in eine Reichenbacher Sporthalle gekommen, um bei einer groß angelegten Typisierungsaktion den an Blutkrebs erkrankten Clemens zu helfen. Vor wenigen Wochen war bei dem 9-jährigen Reichenbacher die Krankheit diagnostiziert worden. Es gibt für Clemens die eine Möglichkeit, das ist Transplantation. Sonst gibt es für die Krankheit keine Heilung. Und es sollte jetzt schon relativ zeitnah ein Spender gefunden werden. Bei der Registrierung in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei konnten sich gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren als Spender aufnehmen lassen. Dazu wurde ihnen etwas Blut abgenommen, damit die Gewebemerkmale bestimmt werden können. Zudem konnten die Spender die Aktion finanziell unterstützen, denn eine Typisierung kostet der DMKS 50 Euro. Es wird immer von Kälte gesprochen, die heute in der Gesellschaft ist. Was man heute erlebt, ist menschliche Wärme, was Hoffnung macht für die Zukunft. Bislang war die Suche nach einem passenden Stammzellspender für Clemens erfolglos. Nun hoffen Familie und Freunde, dass bei dieser Aktion ein Mensch mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen im Blut dabei war. Die Wahrscheinlichkeit liegt im günstigsten Fall bei 1 zu 20.000. Informationen für potenzielle Stammzellspender gibt es unter www.dkms.de. Der Reichenbacher Harry Müller und 9 weitere Naturliebhaber wurden am Samstag in Warta vom sächsischen Umweltminister Thomas Schmidt für ihren Einsatz zum Wohle der Natur ausgezeichnet. Harry Müller ist aktives Mitglied des Sächsischen Ornithologenvereins und arbeitet im Vorstand der Fachgruppe Ornithologie Reichenbach. Seit 1997 ist der Vogelliebhaber auch als ehrenamtlicher Naturschutzhelfer für das Landratsamt im Einsatz. Sachsen wäre um vieles ärmer, wenn es nicht Frauen und Männer wie Sie gäbe, die ihren Erfahrungsschatz, ihre Ideen, ihre Freizeit und ihre schöpferische Kraft zum Wohle der Natur einsetzen würden, lobte der Minister die 10 Ehrenämtler. Sachsenweit engagieren sich 1150 Mitglieder im ehrenamtlichen Naturschutzdienst. Jubiläum, Städtepartnerschaft Klingenthal-Neuenrade. Landrat Dr. Tassilo Lenk brachte es auf den Punkt. Eine Verbindung, eine Partnerschaft, hält nicht aufgrund eines Vertrages oder einer Urkunde. So etwas lebt nur durch Menschen, durch Vereine, durch die Freude, miteinander unterwegs zu sein. Die Städtepartnerschaft Klingenthal-Neuenrade besteht seit 25 Jahren. Dieses Jubiläum wurde in einem Stadtfest am Wochenende ausgiebig gefeiert. Auf der Festveranstaltung am Samstag hoben beide Bürgermeister die positiven Aspekte der Partnerschaft hervor. Danke, Thomas, für deine Worte und die Anerkennung für die, wie du sagst, unsere Silberhochzeit. Du bringst es auf den Punkt. Es ist eine Partnerschaft, die in eine Freundschaft übergegangen ist. Um diese Freundschaft sichtbar zu machen, pflanzte man am Rathaus eine Linde. Yeah.
italienische Opern unterm Parktheaterdach. Paul Potts und seine Stimme waren am Freitagabend einer von vielen musikalischen Höhepunkten im gut besuchten Plauener Parktheater. Aber nicht nur wegen des Gewinners einer englischen Castingshow waren die Zuschauer gekommen. Es waren die bekannten Titel aus italienischen Opern wie Nabucco oder La Traviata, die vor allem durch die Philharmonie Leipzig zu Gehör gebracht wurden. Die i-Tüpfelchen setzten neben Paul Potts die spanische Sopranistin Laura Alonso sowie die Singakademie Plauen. Die Sängerinnen und Sänger hatten für ihren Heimauftritt extra noch einige Zusatzproben absolviert, die vom Chefdirigenten der Leipziger Philharmoniker Professor Dr. Michael Köhler persönlich geleitet wurden. Die Mitglieder der neuen Schülerzeitung des Lessing-Gymnasiums Plauen können sich freuen. Die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurt übernimmt die Rechnungen für Papier, Druck und Ausrüstung im Wert von 250 Euro. Schülerzeitungen seien das Sprachrohr der Schüler. Das Leben an der Schule und in der Region werde aus dem Blickwinkel der Schüler betrachtet. Nachwuchsjournalisten sammeln dort ihre ersten Erfahrungen. Begründet die Ministerin ihre finanzielle Unterstützung. Neben den Plaunern Redakteuren können sich noch 22 weitere Schülerredaktionen über die Starthilfe freuen. Museumsnacht vor Jubiläumsausgabe. Kommenden Freitag ist es wieder soweit. Zur 10. Auflage der Plauener Nacht der Museen kann man wieder auf Entdeckungstour durch die Spitzenstadt gehen. Die Gäste werden wie in den vergangenen Jahren wieder die Qual der Wahl haben. Denn 24 offizielle Veranstaltungsorte gilt es zu erkunden. Wie während des heutigen Pressegesprächs zu erfahren war, will man die Innenstadt diesmal noch stärker beleben. Das heißt, der Kunstverein beispielsweise hat die Initiative ergriffen und gesagt, wir möchten also zusätzliche Ateliers öffnen, wo einzelne Künstler etwas zeigen können. Der Altmarkt beispielsweise wird also dadurch stärker belebt. Oder auch die Bahnhofsstraße, die ja auch immer wieder gewünscht ist zu beleben. Da wird es also auch zusätzliche Orte geben, die dazu beitragen, einfach mit ihrem Angeboten eine wunderbare Nacht und einen wunderbaren Abend zu verleben. Außerdem werden 3 Führungen auf der Baustelle des zukünftigen Landratsamtes angeboten. Los geht die Nacht mit ihren Ausstellungen, Führungen und Kulinarischem ab 18 Uhr. Tickets sind bis Donnerstag im Vorverkauf für 5 Euro erhältlich. Informationen zur Nacht der Museen erhalten Sie unter museumsnacht-blauen.de. Morgen wird ganz klein und kaum für uns. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss!